Also, hallo, mein Name ist Werner Sauter. Ich habe die schöne Aufgabe, diese Woche den Paten zu spielen. Die Hauptperson oder Hauptpersonen sind natürlich Harald Schirmer mit seinem Team, auf das wir alle sehr gespannt sind. Wir hatten letzte Woche einen ganz tollen Einstieg in den Mukaton. Ich denke, unsere Erwartungen sind alle erfüllt oder übererfüllt worden. Und deswegen haben wir diese Woche eine hohe Messlatte, aber ich bin absolut sicher, bei dem, was ich bisher schon gesehen habe, dass wir auf dieser Basis aufbauen und eine ganz spannende Woche erfahren werden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns diese Woche dann in der Diskussion immer wieder begegnen. Ich werde auch versuchen, die Diskussionen, die wir hier führen, abends immer dann im Blog, in meinem Blog zusammenzuführen, so dass auch diejenigen, die nicht immer dabei sein können, zumindest die Gelegenheit haben, das schnell zu verfolgen. Das soll an Vorrede genügen und jetzt freue ich mich, hier Harald Schirmer vorzustellen mit seinem Team, das er dann selber vorstellen wird, die diese Woche wirklich toll vorbereitet haben und die dafür sorgen werden, dass wir eine sehr ertragsbringende Woche erleben werden. Bitte, Harald. Ja, also vielen Dank, Werner Sauter, nochmal für die Einführung und ja, herzlich willkommen. Freut mich natürlich, 90 Teilnehmer sind es jetzt schon. Wir haben jetzt die Kontinentalwoche vor uns. Das heißt, wir werden versuchen, es für euch, ich hoffe, das Du ist okay, im Social-Bereich so spannend, so interessant wie möglich zu machen. Ich möchte am besten anfangen, das Team vorzustellen, mit dem wir von Continental jetzt auf der sichtbaren Ebene da sind. Das ist zum einen die Silke Rehberg, die hören wir nachher nochmal. Die wird uns das Thema Ambassadors mal näher vorstellen. Wir haben die Anja Lomatsch mit dabei, die macht im Moment gerade ein Praktikum bei mir und wollte da unbedingt dabei sein, was ich total super finde, weil das sieht man auch das Engagement über alle möglichen Bereiche in unserem Unternehmen hinweg. Wir haben den Perry mit dabei. Der wird vielleicht am Mittwoch auch noch mal was dazu sagen, was wir zum Thema Learning Management Solution auch bei uns machen. Und ja, und die Julia Pflug ist auch noch mit dabei. Die ist bei uns im CBS-Bereich, Continental Business Services. Die ist in meinem Team mit dem Thema Office 365, neue Lernreise, Change Management, Organisationsentwicklung sehr aktiv dabei beschäftigt. Die wird am Freitag wahrscheinlich auch entsprechend noch mal mit in die Reviews dann mit reinkommen. Von da aus würde ich eigentlich ganz gerne und schauen, dass wir in die Folien reinspringen. Dann würde ich mich an denen entlang hangeln. Ich versuche mal, dass das alles halbwegs hinhaut. Jetzt müsste mir nur kurz irgendjemand ein Signal geben, ob ihr den Startbildschirm seht. Wenn es geht, Also irgendwie Moment, verbal. geladen. Er wird Jetzt ist es geladen. da. Wird Jetzt geladen, klappt ja. alles. Jetzt ist er da. Die Telekom hat mir eine ganz hohe Bandbreite für heute versprochen. Gut. Also, das Motto für diese Woche ist Go Digital. Wir gewinnt und Mutanfall. Gleich mal getaggt vorneweg, dass man sich auch dran gewöhnt, wenn ihr das noch nicht verwendet. Am Dienstag, glaube ich, werden wir das Thema Tagging mal richtig intensiv anschauen. Die ganze Woche ist geprägt im Endeffekt über dieses Thema, wie arbeiten wir in der digitalen Transformation? Was hat die digitale Transformation für Möglichkeiten und Potenziale und wie kann man die umsetzen? Besser gesagt, was haben wir bei Continental in den letzten 5, 6 Jahren, in denen wir das betreiben, schon alles auf den Weg gebracht? Dazu vielleicht mal kurz noch einen Ausflug in die Continental AG, dass man das ein bisschen einordnen kann. Es ist immer ganz gut zu wissen, von welcher Firma reden wir hier überhaupt. Über 140 Jahre gibt es diese Firma schon. Es ist eine sogenannte Matrixorganisation. Die meisten kennen es noch als Reifenhersteller. Das machen wir immer noch, zu ungefähr einem Drittel. Aber der Rest ist inzwischen schon relativ groß geworden mit über 100 Firmen, die wir in den letzten 10 Jahren gekauft haben. So Siemens, VDO, Temic, Telefunken, Mikroelektronik, wer sich erinnert, Tevis oder Motorola und ganz verschiedene Organisationen sind da zu einer Organisation zusammengewachsen, die sich ein großes Ziel gesetzt hat, nämlich autonomes Fahren auf die Straße zu kriegen, als eines der großen Themen unserer Zeit. Wir sind mit 220.000 Mitarbeitern weltweit in über 50 Ländern unterwegs, haben dadurch und durch die vielen verschiedenen Divisionen, die zusammengekommen sind, eine sehr diverse Lernumgebung natürlich auch. Viele Organisationen, die wir gekauft haben, haben schon was mitgebracht und wir sind jetzt nicht hergegangen und haben alles platt gemacht und gesagt, ihr müsst euch an Corporate Standard halten,
sondern haben im Endeffekt das im Rahmen der Divisionen, der Business Units, wie es heißt, darunter dann auch entsprechend weiter gefördert. Wir haben ein Enterprise Social Networking, ESN abgekürzt, 2011 bis 2013 installiert und etabliert bis zu einem gewissen Maße. Da sind wir, glaube ich, relativ erfolgreich mit einer sehr hohen Beteiligung. Also nur um so ein paar Begrifflichkeiten reinzubringen, 158.000 nehmen an dieser Plattform teil und 116.000 davon sind auch sehr, sehr regelmäßig aktiv. Das heißt, schreiben, kommentieren, liken und so weiter. Also unser internes Social Network ist da sehr verbreitet. Wir sind gerade dabei, das Ganze auch im sogenannten Blue-Collar-Bereich, also in den Fabriken, in den Werken zur Verfügung zu stellen. Im ersten Schritt über Terminals, aber später schauen wir mal, wie wir das durchkriegen, dass dann also der Zugang für die Fabrikmitarbeiter, der Bandarbeiter und so weiter dann auch entsprechend einfacher wird. Es gibt ein zukünftiges Learning Management Solution, da werden wir nicht so stark darauf eingehen. Das ist im Moment in der Endphase der Ausprägung, dass wir das haben werden. Da geht es aber ja mehr darum, um die Organisation von Lernen und weniger um die Inhalte und die Art und Weise, wie wir es rüberbringen. Genau, organisationales Lernen wäre noch wichtig, ist ein großer Schwerpunkt bei uns, weil wir festgestellt haben, wenn so wie wir jetzt erfolgreich sind oder so wie was uns erfolgreich gemacht hat, wird uns in der Zukunft vielleicht nicht mehr hundertprozentig auch in die Zukunft bringen. Das heißt, wir müssen deutlich da was verändern. Wir müssen Medienkompetenz und ganz viele andere Fähigkeiten aufbauen. Führungskräfteentwicklung ist natürlich da auch ein ganz großes Thema. Also die lernende Organisation wird bei uns sehr, sehr ernst genommen. Vielleicht hat vor kurzem jemand auch das Interview mit unserer Personalvorständin, Frau Dr. Reinhardt, gehört oder gesehen, gelesen. Da geht es ja auch ganz speziell nochmal auf die Anforderungen und auf unsere Ziele ein. Der Veränderungsbedarf an sich bei der Continental AG wird, glaube ich, durch die Konzernstrategie schon sehr gut dargestellt. Most attractive und most progressive ist da unser Ziel. Zum einen most attractive deswegen, weil wir natürlich auch attraktiv für neue Bewerber sein wollen, weil die ganzen neuen Themen sehr, sehr viel natürlich mit der IT auch abspielen. Und da ist natürlich ein ehemaliger Reifenhersteller nicht unbedingt die erste Adresse, an die man sich erinnert. Also haben wir da ein bisschen Hausaufgaben zu machen, um hier wirklich auch sichtbar zu werden. Und most progressive ganz einfach, weil in der digitalen Transformation, so schlimm das immer auch klingen mag, alle kennen immer den Besten. Die wenigsten kennen den Zweitbesten oder die danach kommen. Es liegt einfach auch daran, dass wenn man da erfolgreich sein will, muss man sehr, sehr weit vorne sein. Ich drehe es mal ein bisschen um, was das bedeutet für die Kultur im Unternehmen. Wenn Sie normalerweise gefragt werden bei einer neuen Idee, bei einer neuen Implementierung oder sowas, habt ihr da einen Benchmark dafür? Dann kann man das jetzt mit Most Progressive ganz gut beantworten. Nein, weil wenn es einen gäbe, wären wir nicht Most Progressive. Muss ich im Hinterkopf überlegen, was sich da alles ändern muss, wenn eine Firma nicht mehr ein Fast Follower ist oder quasi über Qualität und über Produktionsmengen erfolgreich sein will, also Qualität natürlich auch weiterhin, aber eben über etwas in den Markt zu bringen, was es bisher überhaupt noch gar nicht gab. Da gelten ganz andere Regeln. Im Rahmen dieser neuen Businessmodelle ist natürlich Lernen im Kernfokus, und zwar Lernen einerseits für unsere Mitarbeiter, aber andererseits auch, wenn wir solche neuen Businessmodelle oder neue Konzepte auf den Markt bringen, wie wird denn das vom Kunden gesehen und wie können wir das entsprechend so rüberbringen, dass ein Lernen entweder so gering wie möglich notwendig ist, zu komplexe und zu komplizierte Produkte oder Services werden natürlich ungern angenommen, aber eben auch, wie nehmen wir diese Leute alle auf diese Reise mit? Man kann es ganz eng auch verbinden, wenn Sie sich anschauen, die aktuelle Diskussion über autonomes Fahren. Da haben wir eine Plattform aufgebaut, auf der man entsprechend dieses Thema wirklich auch firmenübergreifend, politikübergreifend und so weiter diskutieren kann. Die werde ich nachher dann auch noch in den Shownotes verlinken. Also wer sich zu dem Thema mal weiterbilden möchte mit anderen Fachleuten, intern wie extern, kann das da gerne tun. Das Thema Evergreen-Werkzeuge ist natürlich auch eine große Herausforderung. Früher hat man Software gekauft und hat die dann so lange behalten, bis man sich wieder neue Versionen oder eine neue Software gekauft hat. Und dazwischen war relativ viel Stabilität. Dadurch, dass viel mehr Plattformen jetzt und Software in die Cloud gehen und eben entsprechend über diese Möglichkeit der Cloud-Bereitstellung auch sich ständig Updates ziehen. Also wir sind das alle privat gewohnt von Handys. Es ist auf der anderen Seite natürlich im Firmenumfeld, hängt da sehr, sehr viel davon ab. Da sind irgendwelche abhängigen Plattformen, Datenbanken, geht runter auf Excel-Makros und so weiter. All diese Abhängigkeiten müssen in einer Evergreen, in einer sich ständig aktualisierenden Landschaft
Evergreen heißt, also es ist nicht nur altes Frank Sinatra Musikgut, sondern Evergreen heißt eigentlich, die Software kriegt nie wieder einen Herbst. Die bleibt immer im Frühling, ist immer frisch und mit den neuesten Funktionen, Bugfixes und so weiter. Das muss man aber erstmal ins Unternehmen bringen, in eine Kultur, die nicht lernen, 5 Jahre anwenden und dann wieder neu lernen, sondern eigentlich permanent. Microsoft spricht davon mehr als 3 Updates pro Jahr mit neuen Funktionen. Und wenn man sich solche Plattformen anschaut, auch bei anderen Herstellern, IBM und so weiter, die gehen alle in diese Richtung, ständig aktuelle Software bereitzustellen. Und zum Schluss noch die Kulturentwicklung. Das haben wir bei der Enterprise Social Media, Social Networking Einführung schon sehr, sehr stark erlebt und davon profitiert. Wir haben es sehr ernst genommen. Wir haben mit allen Mitarbeitern, inklusive im Fabrikbereich, eine Kulturentwicklungsmaßnahme mal gemacht, wirklich uns über Werte ausgetauscht, haben in Workshops dieses Thema mal von allen Seiten beleuchtet, da auf Maßnahmen entsprechend abgeleitet und das Ganze auf relativ solide Beine gestellt, was die Zukunftsvision angeht und haben da die ersten Schritte schon angefangen. Wie gesagt, mit dem Enterprise Social Networking ist das Ganze dann sichtbar geworden und hat das verstärkt. Und jetzt versuchen wir das natürlich in allen möglichen Themen auch weiter umzusetzen. Genau, einer meiner Kollegen hat das irgendwann mal so schön von William Arthur Ward dargestellt, Curiosity is the wick of the candle of learning. Also wir wollen wirklich auch mal überlegen, wie funktioniert denn Lernen wirklich am besten, was sind da die Grundvoraussetzungen? Und wer sich diesen Teaser schon mal angeschaut hat, da habe ich schon mal versucht, so ein bisschen in verschiedene Richtungen zu schauen, weil wir ganz, ganz oft auf Kongressen oder wenn es um Lernen geht, dann überhalten wir uns über Learning Management Solutions. Wie bringe ich es denn an den Kunden? Ohne aber diese große Diskussion der Bandbreite, der Diversität, der wie und warum und was genau sollen denn die Leute lernen, zu diskutieren. Das möchte ich in der Woche vielleicht auch mal anreißen, dass man darüber mal eine echte Diskussion führt. Genau, in der Woche 5 Tage haben wir. Wir werden also jeden Tag ein anderes Konzept der Continental anschauen. Im Rahmen der Digitalisierung, angefangen heute mit dem Ambassador Learning, mit der Journey dazu, da wird die Silke dann was vorstellen oder da einen Insight dazu geben, mit dem Buddy-Konzept, also gemeinschaftliches Lernen. Morgen werden wir das Thema Guide-Netzwerk machen. Das waren unsere helfenden Hände, sage ich jetzt mal, die das Enterprise Social Network so erfolgreich ins Unternehmen gebracht haben. Was haben die gemacht? Was hat die erfolgreich gemacht? Wir haben dann CoachNet am 3. Tag. Ich hatte es bei dem Teaser auch schon erwähnt, die ein übergeordnetes Netzwerk über alle Trainer und alle, die was zu lehren haben in der Continental, die mal zusammenbringen mit denen, die lernen wollen und da quasi die üblichen Hürden oder Distanzmaßnahmen wie einen Kurs mit einem bestimmten Datum oder finanzielle Einschränkungen oder sowas mal wegzunehmen, sondern einfach mal Leute zusammenbringen, sowohl virtuell in einer Community als auch physikalisch. Da haben wir uns ein Barcamp-Format überlegt, haben das ausprobiert in mehreren Kulturkreisen und es war extrem erfolgreich und das wird natürlich weitergelebt in verschiedenen Bereichen. Die globale Beteiligungskampagne ist etwas, was man auf LinkedIn verfolgen konnte im letzten Jahr. Das haben wir die letzten 3 Monate gemacht. Wir haben also flexibles Arbeiten bei Continental weltweit eingeführt und haben parallel dazu mit allen Mitarbeitern, die sich beteiligen wollten, diskutiert. Also wir haben 140.000 Leute eingeladen, mit uns diesen Weg zu gehen, zu klären, was ist denn der Vorteil von einem Sabbatical und was muss man beachten? Wie kann ich mobiles Arbeiten attraktiv für beide Seiten machen? Zeitmodelle, Arbeitszeitmodelle und so weiter. War auch extrem spannend. Beide Seiten haben da unheimlich viel gelernt. Die einen haben ein gewisses Vertrauen in so eine große Menge von Beteiligten gewonnen. Und, muss man auch sagen, war das beste Feedback, was wir sowohl von unserem Vorstand bekommen haben, als auch von den Labor Relations Leuten, die sich um die ganzen Themen inhaltlich kümmern. Die Sabbatical war vorher vielleicht einfach nur so eine Auszeit. Aber danach, nachdem wir uns das wirklich angeschaut haben, nachdem Leute berichtet haben, nachdem wir Fachleute da gehabt haben, war das plötzlich so ein ganz logisches, eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also nicht nur der Mitarbeiter hat was davon, wenn er mal Zeit für Urlaub oder irgendwas anderes verbringen kann, wo es am Anfang so eher so der Gedanke war, sondern wirklich, und da schauen wir uns das Ganze dann am Donnerstag ist es, genauer an, was steckt denn da noch alles drin. Und dieses gemeinschaftliche Lernen, dieses auf Augenhöhe gehen, offen fragen, was das alles bewirken kann in der Organisation. Und am Freitag zum Abschluss schauen wir uns noch Office 365, aber dann mehr den Fokus auf New Work Style an. Wir kriegen dauernd neue Tools von allen möglichen Herstellern. Wir haben auch Umfragen von den entsprechenden Consultants, die auch sagen, Moment mal,
Es ist sehr aufwendig für die Organisation, für die Mitarbeiter, ständig die Tools zu wechseln. Und in der Regel bleiben danach die Erwartungshaltungen zurück, weil die Leute eigentlich damit schon so beschäftigt sind, wieder produktiv zu werden, dass die neuen Verhaltensweisen, die ja in den neuen Tools möglich wären, die neuen Optionen, überhaupt gar nicht mehr genutzt werden können, weil einfach keine Zeit mehr da ist, keine Energie mehr da ist. Und da haben wir uns natürlich jetzt ein anderes Lernkonzept überlegt. Da sind wir sehr früh dran, weil das ist gerade im Entstehen. Also von daher gehen wir da auch relativ offen jetzt schon damit um. Jetzt muss ich mal schauen, ob die Silke inzwischen online ist, ob sie uns hören und reden kann. Silke, bist du schon online? Also ich sehe sie hier drin, aber vermutlich. Ich scroll mal durch. Also ich würde einfach mal anfangen und dann, wenn du da bist, wenn sie mich hören kann oder sowas, würde ich einfach die Klappe halten. Ich will sie bloß nicht jetzt zu lange warten lassen, wenn das okay ist. Aber sicher ist sie dann auch noch über den Chat entsprechend verfügbar. Also ich würde jetzt in eins der Themen reinschauen, nämlich die Ambassador Learning Journey. Das heißt, Ambassadoren sind bei uns Mitarbeiter, die auf freiwilliger Basis hergehen und sagen, ich möchte jetzt da mal etwas zeigen. Ich möchte für die Continental an eine Universität gehen zum Beispiel, mich mit den Studenten austauschen. Das ist also ein Employer Branding Thema, wo wir nach außen sichtbar werden und gleichzeitig aber intern natürlich auch Werbung machen wollen dafür, Leute nach außen sich zu richten und da entsprechend also nicht nur sichtbar zu werden, sondern auch natürlich von den Universitäten auch zu lernen. So, das war bis zum Ende vorletzten Jahres, war das eine relativ Offline-Veranstaltung. Das heißt, Leute haben sich da irgendwo beworben oder kannten irgendjemanden schon, sind da hingegangen und haben sich da entsprechend dann ausgetauscht. Wir haben gesagt, wir wollen das Ganze mal auf neue Füße stellen und haben dann geschaut, wie können wir das Ganze darstellen. Und eins davon ist quasi diese Lernreise, die wir hier haben. Ich springe mal schnell auch rüber in die Wochenplanung. Das kann man nämlich hier anschauen. Auf unserer Startseite gibt es hier für diese 5 Tage jeweils dann die entsprechende Seite. Ich springe mal hier auf das Buddy-Konzept drauf. Da ist das nämlich auf der Seite beschrieben. Die Seiten wird es also für jeden Tag entsprechend geben. Da ist übrigens auch diese Folie dann in Deutsch drin, auch noch ein bisschen größere Auflösung, dass man sich auch mal runterladen kann und anschauen kann. Wir haben dann als Lernreise eben nicht die übliche, du machst hier eine Prüfung oder du machst hier jetzt ein Ausbildungsthema und danach wirst du getestet oder so und musst dir dann irgendwelche Dinge erarbeiten, sondern wir haben gesagt, wir wollen die Leute wirklich auf eine Lernreise schicken, die sie gemeinsam machen, die sie komplett selber steuern können, wo sie selber sich auch raussuchen können, welche Lernpakete übernehme ich denn? Was möchte ich denn? Was passt zu mir? Was passt zu meinem Umfeld? Sie können sich vorstellen, die einen, die arbeiten im Reifenumfeld, bei Tires in der Division, die haben ganz andere Anforderungen vielleicht oder andere Arten, mit den Universitäten in Kontakt zu treten, als jemand, der jetzt mit Sicherheitselektronik im Automotive-Bereich arbeitet. Also auch da wirklich diese einerseits thematische Vielfalt auch nicht einzudämmen in die Monokultur und auf der anderen Seite aber auch, wenn Sie es kulturell anschauen, wir sind ja in über 50 Ländern, da hat jedes Land so seine Eigenheiten, wie man damit umgeht. In Japan zum Beispiel, da wenn Sie einen Senioren-Manager irgendwo in eine Universität schicken, dann ist da komplett betretenes Schweigen, da wird keiner den Mund aufmachen, weil das ist einfach ein ehrwürdiger Auftritt, da entsteht keine lebendige Diskussion. Da gehen dann eher als Ambassadoren wirklich Leute hin, die ganz frisch im Unternehmen angefangen haben zum Beispiel. Oder in anderen Regionen dieser Welt ist die Art und Weise, wie sich Leute zum Beispiel vor und nachher austauschen, davon abhängig, wie sehr ist denn soziale Medien, wie sehr sind soziale Medien schon etabliert. Also alles, was man da zugemacht hätte in Form von, ihr müsst euch an diesen One-Size-Fits-All Ansatz halten, hätte uns wahrscheinlich sehr, sehr viel von der Diversität gekostet, die wir da eigentlich drin haben und haben wollen. Das Spannende daran ist, dass wir quasi so ein Level 0 eingeführt haben. Das heißt, wir haben gesagt, jeder ist eigentlich Ambassador. Also es ist quasi nicht mal eine willentliche Entscheidung zu sagen, ich will jetzt Ambassador werden. In diesem Level 0 ist eigentlich jeder drin. Das ist ein anderes Verständnis, das wir entlang auch mit unserer Kulturentwicklung natürlich versuchen zu festigen.
Wenn jemand grundsätzlich abends um 9 Uhr erst heimkommt von der Arbeit, dann ist das auch eine Aussage. Also was das für ein Arbeitgeber ist. Wenn jemand seinen Schichtplan ständig umgestellt kriegt, ohne sein Zutun, dann ist das eine Aussage, wie ein Arbeitgeber nach außen wirkt. Und er ist dann halt ein Ambassador für ein vielleicht nicht mehr ideales Verhalten der Organisation. Und genauso umgekehrt, wenn sich Leute positiv von ihrer Arbeit erzählen, wenn sie Dinge erleben und darüber in ihrem Freundes- oder auch Familienkreis erzählen, auch dann sind sie natürlich Vertreter der Firma. Und dieses Verständnis, jeder ist ein Ambassador, ist erstmal in den Köpfen ein Riesenumdenken. Also nicht nur der Pressesprecher, sondern auch andere, der natürlich auch mit einer anderen Gewichtung. So, und dann, was können wir den Leuten geben, wenn sie sagen, ja, ich werde jetzt kein Ambassador in Form von aktiven Bloggen oder irgend sowas oder auf Unis gehen, sondern was kann ich denn machen? Kriege ich vielleicht mal irgend so einen Flyer mit von der Firma oder habe ich irgendwo einen Newsletter, den ich abonnieren kann oder kann ich irgendwelche Social Tweets, kriege ich dir angeboten? In einem Level 1 haben wir dann die Leute eingefangen, die sagen, jetzt möchte ich aber, ich möchte es richtig werden, also so auf einem Reifegrad, der dann schon wirklich auch ja eine Sichtbarkeit mit sich bringt. Wie bringen wir diese Leute zusammen? Wie können diese Leute voneinander lernen? Und haben dafür dann eine entsprechende Lernreise aufgebaut. Da gehe ich nachher nochmal im Buddy-Konzept näher drauf ein. Das ist da ganz stark drin. Wenn man dann das eine Zeit lang gemacht hat und auf so und so vielen Konferenzen mal war, also da geht es ganz viel um Erfahrungen, um Erleben. Dann würde ich eher, dann geht es in Richtung Level 2, wo sich Leute ja nicht mehr nur nach oben orientieren, was kann ich alles lernen, sondern dann schon wieder den Blick auch nach unten, wenn man das jetzt hierarchisch sehen wollte oder zurück zeitlich gesehen, was kann ich denn praktisch anderen geben? Also nicht nur, was brauche ich, sondern was kann ich anderen geben durch meine Erfahrungen jetzt? Das heißt, wir drehen da die Perspektive im Endeffekt um. Die repräsentieren dann natürlich schon sich selber und die Firma und die Produkte und Services, aber sie werden dann quasi zu den reiferen Buddies für die, die jetzt gerade anfangen. Das sind alles Dinge, die kann man sich selber erarbeiten. Das letzte Level, dieses Legend-Level, das ist etwas, das kann man eigentlich nur verliehen bekommen. Da gibt es dann so pro Land vielleicht so ein, zwei, die das über die Jahre hinweg dann vielleicht schaffen. Vielleicht werden es auch mehr, es kommt darauf an, wie viel sie es wirklich dann tun. Das sind dann wirklich Leute, die wir dann auch überlegen, mal so richtig zu promoten. Vielleicht kriegt er dann mal so einen richtigen Drei-Sterne-Speaker-Lehrgang oder sowas, dass man wirklich Leute ganz prominent dafür gewinnen kann, als Vertreter der Organisation mit ihrem eigenen Namen dazustehen. Wir haben bis jetzt noch keinen richtigen Frauennamen gefunden. Das stört uns eigentlich so ein bisschen. Aber wenn man heute an George Clooney denkt, dann hat der eine oder andere vielleicht schnell die Kaffeekapseln im Kopf. Und wir haben uns irgendwann gefragt, ja, wer wäre denn das dann, dass jemand an Conti denkt, so jemanden zu haben? Ist ein ganz anderer Anreiz jetzt hier oben, Sichtbarkeit oder quasi für ein Unternehmen stehen zu können, als irgendwelche finanziellen oder monetären Anreize. Das ist klar, dahinter sind überhaupt keine monetären Anreize. Das heißt, wir versuchen dieses ganze Thema wirklich auf eher so eine intrinsische Motivation. Ich möchte mehr tun und dieses Mehrtun wird aber auch wirklich dann gewertgeschätzt. Und dann auch entsprechend sichtbar nach außen hin. Das ist für viele Leute, haben wir bei Interviews dann auch festgestellt, ist viel mehr wert, wenn eine Firma denen das Vertrauen gibt, zu sagen, du stehst quasi in unserem Namen vor den Studenten im Internet oder so. Ich versuche es zwischendrin nochmal, ob die Silke jetzt schon da ist. Es kann sein, dass es da irgendwie Einwahlprobleme gibt. Also sie hat vorhin geschrieben, dass sie keinen Ton hat. Okay, das ist natürlich schade. Vorne gibt es diesen einen Knopf, wo man sich muten kann oder nicht. Das wäre noch eine Möglichkeit. Anja, gab es irgendwie bis jetzt dazu schon irgendwelche Fragen aus dem Chat? Weil ich kann den Chat selber nicht beobachten, wenn ich im Bild bin. Fragen nicht. Es wird da nebenbei sehr diskutiert, was denn wo verwendet wird auch schon und so, aber direkt so noch nicht. Mhm. Manche haben noch Probleme auch reinzukommen oder den Ton zu bekommen, aber... Ja, mit einem Neustart funktioniert das oft. Super. Ja, also Anja hilft so ein bisschen, was das ganze Thema auch Kommentare angeht. Vielen Dank dir dafür. Wenn also irgendwo Fragen sind, gerne einfach reinschreiben. Ich mache es entweder dann zwischendrin. Anja darf mich jederzeit unterbrechen oder wir machen es dann am Schluss. Also Silke schreibt, sie ist nicht auf Mut. Mhm. Von daher ist es ein anderes Problem. Vielleicht kann ihr irgendjemand anders helfen. Ich würde es nur ungern jetzt alle warten lassen, um das technische Problem zu lösen. Gut, dann mache ich noch weiter mit dem Buddy-Konzept selber. Das ist etwas, wo wir drei Sachen zusammenbringen.
Nämlich, wenn wir ein bisschen konkreter reinschauen, Working Out Loud haben wir da als eine der besonders wertvollen Konzepte gesehen. Working Out Loud hat der eine oder andere vielleicht schon mitgekriegt, machen wir im Moment auch parallel zu diesem MOOC immer montagsabend um 19 Uhr, dass man das mal so erleben kann. Normalerweise sind Working Out Loud Circles aber natürlich in einem privateren Rahmen, damit es eben auch persönlich sein kann. Aber jeder arbeitet an einem persönlichen Ziel. Und das Ziel innerhalb der Ambassador-Reise wäre natürlich jetzt, das haben wir da mal ein bisschen versucht, nicht vorzugeben, aber zu kanalisieren. Es wäre natürlich gut, wenn man sich als persönliches Ziel nimmt, die Medienkompetenz zu verbessern. Sie können auch ein eigenes Ziel wählen, aber das wäre so als ein Ziel, das hat vielen geholfen, dass man ihnen so eine Idee gibt, was denn so ein gutes Ziel wäre. Also wie kann ich persönlich besser mit Video, mit Audio, mit Bloggen, mit all diesen Themen umgehen? Und das wird eigentlich auch ganz gut gerne genommen. Parallel ist in dem Buddy-Konzept drin, dass die Leute, die heute schon auf Veranstaltungen gehen oder an die Unis gehen, die können das ja eigentlich auch ganz gut. Und denen stellen wir einen Junior-Buddy im Endeffekt zur Seite. Das heißt, jemand, der das lernen möchte oder der noch nicht an Unis Vorträge gehalten hat, aber dafür schon in der Medienwelt sehr aktiv ist oder sehr sich gut auskennt, so eine Art Reverse-Mentoring. Und die gehen dann als Team dahin. Und der eine nimmt zum Beispiel dann den Vortrag des anderen auf, um ihn dann vielleicht entweder intern innerhalb der Continental oder eben sogar extern auf YouTube dann entsprechend zu posten. Und diese Gespanne zwischen verschiedenen Generationen, verschiedenen Leuten, auch mit verschiedenen Ansichten natürlich, das ist eine unglaublich gute Lernatmosphäre, weil beide quasi im Lernmodus sind und beide aber auch quasi Kompetenz mit einbringen. Eine ganz spannende Geschichte, die Leute einfach ins Lernen erleben zu bringen. Und dieses Mentoring im Endeffekt, das ist das, was dann, darum habe ich die Seite hier oben noch gelassen, wenn jemand in diesem Level 2 dann schon ist, dann blickt er eben auch schon nach unten und sagt, wie kann ich denn dafür sorgen, dass Leute nachkommen, wie kann ich denen helfen? Das sind sogenannte Mentoren, das sind einerseits Führungskräfte, aber kann jeder andere auch, der einen gewissen Reifegrad erreicht hat, auch machen. Genau. Also das wäre so die erste Einheit im Endeffekt. Ich bin jetzt eine halbe Stunde schon fast am Reden, von daher würde ich da jetzt auch so ein bisschen in die Fragen gehen. Ich habe eine grundsätzliche Präsentation jetzt von dem ersten Thema gemacht. Wie gesagt, werden wir die nächsten Tage jeweils dann immer ein weiteres Thema, das in der Präsentation dann noch weiterkommt, vornehmen. Also wir werden über das Guide Network sprechen. Was hat es geholfen? Was machen wir da? Wir werden CoachNet genauer nochmal anschauen. Also die Präsentation ist auf SlideShare und auf dieser Seite auch entsprechend verlinkt. Diese Beteiligungskampagne werden wir uns noch genauer anschauen und was hat die dann quantitativ, aber natürlich auch qualitativ gebracht. Wie können wir die Vielfalt der User, der Leute, für die wir die Lernprogramme eigentlich machen, nochmal genauer anschauen. Das wäre dann so eher am Freitag. Das ist die spannende Frage, die man sich mal stellt. Wenn man mal so 10 Leute um sich rum hat und fragt, was machst du denn als allererstes, wenn du eine Software installiert kriegst oder wenn du eine neue App auf dem Handy hast? Wie gehst du damit um? Und da kriegt man so eine unglaubliche Vielfalt von Umgehensweisen damit, mit diesem Zustand der Veränderung, dass einem eigentlich relativ schnell klar wird, Moment mal, wenn ich da mit dieser Art des Trainings antworte drauf, egal ob das dann ein YouTube-Video ist oder ob das dann ein Classroom-Training ist oder irgendwas anderes, damit treffe ich nur einen ganz kleinen Teil der Leute. Und das mal wirklich zu respektieren, dass da jeder andere Vorgehensweisen hat, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Türöffner, in eine ganz andere Art an Lernen ranzugehen. Genau, damit würde ich zumindest diesen Präsentationsmodus da mal verlassen und würde sehr, sehr gerne in Diskussion, Feedbackrunde gehen. Also wir haben eine Frage hier von Romy und die wäre, wie ist beim Buddy-Konzept die Akzeptanz der jeweiligen Vorgesetzten? Mhm. Also immer, genau, sie schreibt noch was zu der Arbeitszeit. Immerhin investiert der Mitarbeiter ja Arbeitszeit und die nicht durch seine Fachfunktion begründet ist. Und wie wird das gehandhabt? Da gibt es unterschiedliche, also das muss ich bei allen Sachen immer voraussagen, das soll keine Ausrede sein, dass ich keine klaren Antworten geben will, aber bei einer so großen Organisation eine Antwort zu geben und zu sagen, so ist es überall, ist ziemlich schwierig. Also von daher... Audiobericht.
Ah, jetzt ja. Super, jetzt sind beide da. Ihr müsst ein Mikrofon müsst ihr muten. Jetzt ist Silke und ein Gruß an meine Kollegen, die jetzt gerade die Technik, glaube ich. Ah, grüß dich, Sebastian. Der Wetter. Zu spät. Ein Mikrofon, glaube ich, müsstet ihr noch ausschalten, dann haben wir die Rückkopplung. Müsst ihr vielleicht gerade zwei Mikrofon? Ja, ausschalten auf YouTube. Ja. Jetzt ja. Sind sie wahrscheinlich komplett wieder weg. Also ich gehe nochmal auf die Frage zurück, wie ist die Akzeptanz da? Da kann vielleicht Silke dann auch noch was dazu sagen, aber da müsste man sie wieder entmuten wahrscheinlich. Also ja, es gibt viele Führungskräfte, die den Bedarf, die Notwendigkeit schon verstanden haben, weil es geht ja im Endeffekt auch um neue Bewerber für ihren Bereich. Und das sind wir im Moment gerade dabei auszuarbeiten. Da ist unsere HR sehr weit vorne, mit sogenannten Heatmaps mal darzustellen, wer hat denn wann, in welcher nahen Zukunft, welchen Bedarf an neuen Mitarbeitern. Und da fallen dann doch dem einen oder anderen die Dinge wie Schuppen von den Augen, dass sie selber vielleicht doch was tun sollten, um neue Bewerber zu kriegen. Und dann ist die Investition von einer 10%igen Arbeitszeit durchaus überschaubar. Eigentlich, Silke, möchtest du dazu? Du müsstest dich wieder unmuten, in der Mitte auf dem blauen Knopf mit dem Mikrofon. Man muss dazu sagen, ja? Vielleicht noch eine interessante Sache, und zwar wurde da von Katja Königstein in der im Chat gerade eine öffentliche Mindmap auch geteilt, einfach zum Sammeln und Kommentieren von Lernformaten. Mhm. Wenn da alle mitmachen würden, das wäre sicher super. Genau. Die können wir ja dann gleich noch auf der Seite unten verlinken, dass die nicht nur hier im Chat drin bleibt, sondern wirklich auch dann super, danke, gerne. Genau. Also vielleicht zu der Technik so eine kleine Entschuldigung, die wir da sagen müssen. Wir sind bei Continental jetzt gerade umgestiegen auf einen Provider, mit dem wir Videokonferenzen machen. Und auch Skype for Business ist da im Moment noch in der Mache, sage ich jetzt mal. Das ist eines der Projekte, das jetzt im Moment gerade läuft. Von daher hat es bis jetzt auch bei uns noch eigentlich fast keiner im Unternehmen. Da liegt es vielleicht daran, an dieser technischen Schwierigkeit jetzt gerade. Genau, Frage von Stefan Diepolder. Sind Blue-Collar-Arbeiter auch beim Mentoring involviert? Wir fangen damit gerade an. Also wir haben ein Thema, und das ist die gesamte Organisation des Ambassador-Programms, ist im Endeffekt auf unserem internen Social Media aufgebaut. Erstmal. Wir sind aber jetzt schon den Schritt gegangen nach außen, und zwar über LinkedIn, weil das weltweit verfügbar ist. Das heißt, seit kurzem können quasi alle Mitarbeiter, die sich da beteiligen wollen, auch entsprechend bei LinkedIn sich anmelden und dort sichtbar werden. Da wird auch demnächst noch was passieren in Form von Branding, dass man da als Continental-Mitarbeiter und Ambassador sichtbar wird. Ja, Sie können teilnehmen, also da ist jeder eingeladen. Man muss aber auch so ehrlich sein, weiß es auch schon jeder, und wie weit wird es im Blue-Collar-Bereich unterstützt? Das ist immer so eine relativ einfache Diskussion. Ja, und die Mitarbeiter in der Fabrik, wann und wie dürfen die? Ich habe gesagt, das Wie ist oft gar nicht so schwierig, sondern das Wann. Dort wird ja ganz oft auch im Akkord gearbeitet oder entsprechend auf einem Schichtenmodell. Auch das wird, hören wir am Donnerstag bei der Beteiligungskampagne im Moment, mobiler und flexibler. Also auch da soll es in Zukunft bessere Möglichkeiten geben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich der Bereich, der auf Zeit getaktetes Geld im Unternehmen verdient. Also ist diese Frage nicht ganz so einfach zu beantworten. Man kann sich's aber ausrechnen. Wir haben damals bei der Kulturentwicklung haben wir Workshops gemacht mit 4 Stunden für alle Mitarbeiter. Und wenn Sie ein Werk haben mit 6.000 Leuten und diese 6.000 Leute 4 Stunden lang quasi aus der Arbeit rausnehmen, aus der produktiven Arbeit, dann können Sie mal ausrechnen, wie freudig dann der budgetverantwortliche Firmen- oder Standortleiter auf solche Schulungsmaßnahmen natürlich reagiert. Und wir haben das nicht nur einmal gemacht. Also da ist ganz schnell ganz, ganz viel Geld involviert, da Lösungen zu finden. Also ich habe selber noch keine Patentlösung gesehen, bin da aber auch immer interessiert. Wir wollen es machen, wir machen es, wir bauen Terminals auf, wir involvieren, wir geben die Möglichkeiten. Aber am letzten Ende hängt es natürlich auch noch davon ab, wie dann lokal auch die Führungskräfte das unterstützen. Dafür bauen wir auch Programme, dass die einen Anreiz dafür haben, es zu tun oder verstehen, warum sie es tun sollen. Keine Sicherheitsbedenken, Datenschutzbedenken etc. bei LinkedIn.
Das Thema werden Sie immer haben, wenn Sie irgendwo in Social Media oder nach extern gehen, was ist mit geheimen Daten und so weiter. Wir sind eine ganze Zeit lang schon sehr stark dabei unterwegs, das sehr klar zu unterscheiden, was ist denn geheim, was darf nicht raus, also alles, was mit Patenten, mit privaten, also persönlichen Daten und so weiter. Das ist natürlich ein Riesenthema, da gibt es auch eine sehr große Klarheit. Schwieriger wird es, wenn Sie in der Entwicklung arbeiten und dann mit Universitäten zusammenarbeiten, was kann ich veröffentlichen, was nicht. Wir sind eigentlich auf der einen Seite natürlich, werden die ganzen Regeln, Rechte und so weiter überarbeitet, dass die so klar und deutlich wie möglich sind. Auf der anderen Seite ist Trust einer unserer wichtigen Werte im Unternehmen. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass wenn jemand unterwegs ist im Internet, dass er dann auch weiß, was er mit seinen Informationen macht. Dazu gibt es Schulungen, dazu gibt es entsprechende Aufklärungen, Diskussionen und so weiter. Das ist ein ganz großes Thema, auf das es auch nicht den einen Flyer oder die eine Antwort gibt, das ist erlaubt und das nicht. Je nach Kunde, je nach Feld, je nach Land gibt es da auch sehr unterschiedliche Ausprägungen. Aber da ist auch jedes Land selber natürlich gefordert. Wir haben dieses Ambassadorenprojekt nicht zentral einfach nur ausgerollt, sondern wir haben das mit allen Landesvertretungen auf Augenhöhe gemeinsam entwickelt und immer geschaut, dass wir einerseits genügend Freiheitsgrade drin haben und auf der anderen Seite aber auch das Sicherheitsnetz entsprechend so engmaschig ist, dass sich die Leute auf bestimmte Dinge verlassen können. Aber wie Volkmar schon sagt, ein Mutanfall. An vielen Stellen muss man einfach vielleicht mal die eine oder andere Regel sich genauer anschauen oder vielleicht mal die eine oder andere Freigabe mal auslassen und so zeigen, okay, was ist erlaubt. Das ist kein Aufruf zum Illegalsein, sondern das ist ein Aufruf zum, ich möchte im Sinne der Organisation, im Sinne der Strategie, die wir alle verfolgen, auch entsprechend wirksam werden. Und die letzten vielen Jahre haben wir sehr, sehr stark natürlich reglementiert, um Sicherheit aufzubauen, um Qualität sicherzustellen. Und das hat uns aber eigentlich in ein Korsett gebracht, in dem wir uns nicht mehr richtig gut bewegen können an vielen Stellen. Und das jetzt in einer sinnvollen Art und Weise wieder auszuweiten, ist natürlich eine große Aufgabe. Die ist zentral sehr, sehr groß, weil man mit jeder kleinen Änderung natürlich einen riesen Unterschied machen kann. Und sie ist aber auch in der lokalen Verantwortung natürlich sehr groß, weil der Einzelne vielleicht heute die Medienkompetenz noch gar nicht hat, aber Entscheider ist. Also Medienkompetenz in Form von, was hat es denn für Auswirkungen, wenn ich das eine oder andere mache? Anja, ich kann gerade gar nicht so schnell durchlesen, aber... Ja, also es war noch eine Frage, ich weiß jetzt nicht, ob die schon beantwortet wurde, und zwar, ob LinkedIn auch bei Conti in der Lerninfrastruktur zum Beispiel integriert ist. Das war eine Frage von vorhin noch. Da müsste ich jetzt fast an die Silke weiterschauen, ob das schon soweit ist. Also Diskussionen, da habe ich mitgekriegt, laufen schon. Ich bin selber in dem Projekt nicht mehr drin. Ich habe das damals quasi nur angefangen und entsprechend in ein gutes Stadium gebracht, sage ich jetzt mal. Da müssen wir da nochmal nachfragen. So, jetzt nächster Versuch, man hört mich. Ah, ja. Hi, ehrlich, es klappt. Schön, willkommen. Ja, aber also ganz kurze Antwort, da sind wir einfach noch gar nicht weitergekommen, also LinkedIn da so sehr stark einzubinden. Wir triggern natürlich unsere eigenen Mitarbeiter, unsere Investoren, LinkedIn sehr stark zu nutzen und sich da auch als Mitarbeiter von Continental auszugeben und halt auch verschiedene Themen zu spielen. Aber wir haben das als offizielles Lernkonzept noch nicht verankert. Anja, magst du vielleicht die eine oder andere Frage nochmal? Wie gesagt, ich versuche gerade selber drüber zu scrollen, aber vielleicht. Genau, das eine war auf jeden Fall zu den Ambassadoren. Also die Frage springt immer wieder nach unten. Genau. Da. Franco, vielleicht kannst du was dazu sagen, weil deine Stärke ist ja auch so wirklich die Einbindung von Blue-Collar-Leuten. Hast du dazu vielleicht noch irgendwas? Weil das habe ich jetzt bei zwei, dreien als Kommentar gesehen. Ja, Zielgruppe Blue-Collar. Ja, ganz konkret. Also was wir machen wollen ist, wir nutzen ja die Gelegenheit und die Chance im Zuge der Einführung der LMS, insbesondere für diese Zielgruppe, die ja sehr häufig in diversen Company-Aktionen sehr häufig vergessen wird, diese Zielgruppe, die mit einzubinden. Also mit im Scope bei uns ist die Zielgruppe der Blue Collar. Und wir sind dabei, momentan eine gute, praktikable Lösung zu finden. Wie schaffen wir es, Blue Collar in Richtung Online-Content, Online-Trainings, Digital Access, also grundsätzlich alles, was dazu führt,
dass die Leute auch sich mit solchen Medien auseinandersetzen. Also Grundbedingung ist natürlich, dass die Leute Zugang haben, Software, Hardware, das ist eine Grundbedingung und das ist der allererste Schritt, den wir gehen müssen, den Leuten die Angst zu nehmen, den Werkleitern auch die Befürchtungen und die Angst zu nehmen, dass diese Leute dann vielleicht den ganzen Tag an solchen Geräten spielen. Also ich meine, das ist die Basis dafür, da sind wir gerade dabei und wir haben schon Werke, die da sehr fleißig mitmachen. Also von der Seite aus kann man auch sagen, nicht zwangsläufig, es führt hier zu Produktionsausfall, sondern hier sieht man einfach den Need an der Stelle, was zu tun. Und das muss natürlich ausbalanciert werden. Mhm. Ja. Super. Ich sehe da, danke dir, Frank. Ich sehe da gerade eine Frage, wie sorgen wir dafür, dass die Ambassadoren keine Werbefiguren werden? Also das ist eine ganz wichtige Frage. Das war die Frage. Okay. Es ist nicht so, dass wir die Leute quasi vorne und hinten plakatieren und dann wegschicken, also jetzt bildlich gesprochen, sondern jeder kann das machen, was er oder sie für sich eigentlich als die Maßnahme sieht, die notwendig ist. Die einen gehen weiter an die Universitäten und wir nutzen einfach, wenn die das wollen. Also das ist alles auf freiwilliger Basis. Wenn die wollen, dann kann da ein Buddy quasi mitgehen, das aufzeichnen, um einfach intern oder dann sogar extern die Reputation aufzubauen. Es ist nicht so, dass wir die mit Werbematerialien beballern, weil wir wissen selber, eine Hochglanzbroschüre ist eine ganz andere Maßnahme, als wenn jetzt ein Harald Schirmer oder eine Silke Rehberg oder ein Frank oder eine Anja aus ihrem Leben quasi erzählen und man sagt, okay, also der Person, die sehe ich jetzt auch, der nehme ich das ab. Da wirft man vielleicht zwischendrin mal eine Zahl ein, aber nicht in Form von, wir sind die Größten, wir sind die Besten und überhaupt und so, sondern einfach mit zur Verfügung stellen von ein paar Fakten zur richtigen Zeit, vielleicht da mal irgendwo ein Logo zu haben oder irgendwo mal einen Screenshot nutzen zu dürfen, der einfach vielleicht wirklich freigegeben ist oder sowas. Allein solche kleinen Sachen helfen in der Regel schon viel, viel mehr, als wenn jetzt da ein Verkäufer, sage ich jetzt mal, hergeht und sagt, so, und jetzt gebe ich hier euch mal den Employer Brand Vortrag. Noch eine Frage zu den Ambassadoren. Hierzu nachgehakt, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht ein öffentliches Commitment, Einfordern des Vorstands, Geschäftsführung? Oder ist es vorrangig das Verständnis der jeweiligen Führungskraft, das greift? Also ich würde sagen, es ist extrem wichtig, dass man nicht nur das Backup von oben hat, sondern auch wirklich den ganz klaren Auftrag. Und wir haben das große Glück, dass mit Elmar Degenhardt, der schon, also unserem CEO, unserem Vorstandsvorsitzenden, dass der schon seit mehreren Jahren jetzt sehr, sehr deutlich mit der gleichen Botschaft unterwegs ist, wo wir hinwollen und wie wir das tun wollen. Sei es die Kulturinitiative, sei es das Commitment zu Enterprise Social Networking, in dem er selber postet und so weiter, als auch das Verständnis, hey, wir sind alle unterwegs, experimentiert, traut euch zu scheitern. Es ist nicht irgendwie ein Bottom-up-Approach. Das Gleiche mit unserer Dr. Reinhardt, unserer Personalvorständin, die selber auch natürlich jetzt immer aktiver als Ambassador unterwegs ist, in den internen Medien auch einen eigenen Blog hat und da entsprechend auch aktiv das Ganze mitwirkt. Ja, also top-down ist, wir sind in der Hierarchie und in der Hierarchie lebt davon, dass oben jemand sagt, wo wir hinwollen. Das gibt so eine schöne Auseinandersetzung, wenn ich das Ganze bottom-up mache oder sowas. Das also ja, ist grenzt an Revolution. Also entweder ich ändere die Organisationsform, dann habe ich das, da lese ich dann Nils Pfleging und dann weiß ich, wie man sowas heute vielleicht besser machen kann. Oder ich sage, nee, wir brauchen noch die Hierarchie, meinen Sie noch zu brauchen? Also zumindest in den Verantwortlichkeiten und in den wer hat quasi welche Verantwortung in den Ländern und so weiter, Legal Entities, ist das ein wichtiges Thema noch. Aber andererseits die Hierarchie in den Köpfen abzubauen. Ich darf über jede Hierarchiegrenze mit jedem reden. Jeder, der eine Lösung hat, ist willkommen. Jeder, der eine Frage hat, ist willkommen. Und das, glaube ich, ist der wichtigere Punkt, erstmal die Hierarchie in den Köpfen abzubauen. Dennoch ist die Wirkung, wenn es ein Vorstand sagt, wenn es ein BU-Leiter oder also ein Business Unit-Leiter, ein Division-Leiter, wenn die sagen, nee, das ist mir wichtig und ich mache das selber auch, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn man es immer nur runterdelegiert und dann das schwächste Glied tun soll. Noch eine Frage, und zwar gibt es noch die Ambassador Appreciation Veranstaltungen? Mhm.
Das ja, waren früher, war, Silke, genau. Ja. Da kann ich ja vielleicht mal direkt einhaken. Also an sich gibt es die noch. Das sind einfach die Veranstaltungen, wo wir uns als Unternehmen bedanken für unsere Botschafter, dass sie freiwillig an Universitäten gehen, Mentoring-Programme leiten. Also dieses ganze Einsatz und Engagement der Ambassadoren wird halt schon gewertschätzt durch eine Veranstaltung, die meist einen Abend ging, wo auch der Vorstand mit dabei war und auch nochmal die Dankbarkeit ausgedrückt hat. Die gibt es in vielen Ländern noch. In Deutschland ist ja einfach unser größter Markt und da sitze ich natürlich auch am nächsten dran. Da haben wir gerade auch eine Wendung eingenommen, dass wir nicht mehr dieses klassische Appreciation-Programm haben, sondern wir wollen eher eine Convention machen, die dann eher in Richtung aufgebaut ist, wirklich das Netzwerken. Ne? Was machen die einzelnen Ambassadoren an Universitäten, um ja, den Austausch auch einfach und das Voneinanderlernen wiederum zu erhöhen? Das ist jetzt aber gerade in Deutschland der Fall, wo wir das pilotmäßig dieses Jahr starten möchten. Mhm. Vorher hatte ich noch so einen Post gesehen, da ging es um Freiwilligkeit, dass denn Lernen eigentlich ja gar keine Freiwilligkeit in der Organisation selber ist. Ja, es gibt natürlich bestimmte Themen, Lernthemen, die sind nicht freiwillig. Da geht es um Arbeitsschutz, da geht es um Compliance und solche Themen. Diese Sachen sind nicht freiwillig, die sind gesetzlich vorgeschrieben, dass die geschult werden. Dafür brauchen wir dann auch ein LMS-System, um das nachverfolgen zu können. Also das ist der eine Teil von Lernen. Mir geht es auch nicht darum zu sagen, Oldschool Learning, Classroom ist alles schlecht, das braucht man nicht mehr. Im Gegenteil, all das ist nach wie vor natürlich relevant in bestimmten Bereichen. Das, was wir machen wollen, ist wirklich eine Vielfalt aufzumachen, einen Blumenstrauß. Der eine möchte eine Schulung machen, wirklich mit, weil er rauskommt aus der Firma, weil er mal andere Leute kennenlernt, weil er vorne einen Lehrtrainer hat, der ihn auch mitnimmt und so weiter. Jemand anders sagt, ich brauche einfach nur eine Antwort von Experten. Auch so eine Antwort ist ja auch Lernen. Der Nächste produziert oder genießt Learning Bytes von anderen. Blick über die digitale Schulter zum Beispiel. Einfach mal schauen, wie arbeiten denn andere? Und diese Vielfalt an Möglichkeiten, ins Lernen einzusteigen, die wollen wir eigentlich jetzt mal sichtbar machen und den Leuten im Endeffekt auch als Angebot zu geben. Also ja, Lernen ist zum großen Teil schon freiwillig. Nein, ist es nicht freiwillig, weil bestimmte Themen müssen gelernt werden, einfach um compliant zu sein und um sich an die Gesetze zu halten. Aber diese Freiwilligkeit, wie in vielen Dingen auch bei Social Media, kommt natürlich mit einer gewissen Disziplin, mit einer gewissen Strukturierung dieser freiwilligen Inhalte her. Und das ist ein langer Lernprozess, auch dieses Lernen mal im Unternehmen zu etablieren, dass eben nicht mehr alles portionsweise mit Datum und Verantwortlichkeit und Zertifikat versehen zu den Leuten kommt, sondern hey, Lernen ist überall und jederzeit. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt. Und in so einem freiwilligen Programm wie mit den Ambassadoren ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, sowas zu üben. In Diskussionen und wie gesagt, in anderen Themen, die wir vorstellen, zeigen wir ja nochmal, wo wir das teilweise mit mehr Nachdruck oder mit mehr Pflicht versehen haben und in anderen, wo es wirklich komplett freiwillig ist. Bei den Guides zum Beispiel war es verpflichtend, bestimmte Dinge zu tun, sonst wird man einfach kein Guide. Noch eine Frage an Silke, und zwar, wie viele Ambassadors sind es denn in Deutschland gerade? Ja, ich habe es auch gerade noch versucht herauszufinden. Also wir haben ja, wie hatte Harald ja schon erwähnt, unsere globale Community, wo sich weltweit alle Ambassadoren ja als Member eingetragen haben, wo es halt auch vor allem darum geht, sich auszutauschen, welche Events finden an den einzelnen Standorten statt. Da sind roundabout 1400 Ambassadoren vertreten. Ich würde Deutschland schätzen, so roundabout auf 350 Mitgliedern. Ich weiß nicht, ob Harald, ob du da noch eine aktuelle Zahl hast? Ja, also wir hatten damals, und das war aber, ich habe nur die weltweite Zahl, waren es irgendwie 1200. Aber die Zahl wird sich jetzt natürlich auch deutlich verändern. Auch da zum Beispiel, wir haben das ganze Programm so umgestellt, dass es eben, vorher gab es eine Datenbank und heute ist das Ganze über Tagging im Enterprise Social Media geregelt. Das heißt, die Ambassadoren können sich durch einfaches Hinzufügen eines Tags diesem Programm zuordnen. Und je mehr Tags sie dann da drin haben, auch die entsprechenden Reifegrade sind über Tags gelöst, die Unis, an denen sie arbeiten, sind mit Tags gelöst. Also wir haben da einen sehr, sehr modernen Ansatz, der keinerlei Aufwand mehr in Form von Datenpflege für eine Zentraleinheit oder für die Lokalen, für die Länder mehr bedarf und den Freiheitsgrad der Ambassadoren zu sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause oder ich gehe einfach jetzt wieder rein und da bin ich dabei und da nicht. Also da ist sehr viel passiert, das mal ganz anders auch zu denken. Ich habe vorher noch eine Frage gesehen, die fand ich eigentlich auch ganz wichtig. Ich finde sie jetzt gerade nicht mehr. Da ging es um den ROI, Return of Investment. Mhm. Weil Lernen ja ganz oft auch als Investition natürlich gesehen wird, sei es von der Führungskraft, die sagt, der verbringt jetzt da 10% seiner Arbeitszeit damit. Ich hatte damals, und das ist für mich so eine Art Leitbild auch geworden,
wie wir Enterprise Social Media eingeführt haben, hat unser Finanzvorstand, der Wolfgang Schäfer, gesagt, Herr Schirmer, ich brauche die KPIs, quantitativ, qualitative Messgrößen, dass wir wirklich auch sehen, ob das, was wir da investieren, was wir da reinbringen, auch rauskommt. Und nachdem mein Ziel Adaption war, also wirklich Nutzung von diesen ganzen Social-Themen, haben wir natürlich KPIs gesucht. Wir haben auch welche gefunden, wo wir ja, also mehr oder weniger guten Gewissens sagen konnten, daran kann ich ablesen, dass es wirklich auch genutzt wird und auch sinnvoll genutzt wird. Ich habe ihm aber in einem der Steering-Termine mal gesagt, ganz am Anfang, habe ich gesagt, mir ist es wichtig, dass Sie mich zu irgendeinem Zeitpunkt, so zwei Drittel oder drei Viertel nach Ende vor Ende des Projekts, dass Sie mich nicht mehr nach KPIs fragen. Also Key Performance Indicators, also nach Messgrößen, sind wir erfolgreich oder nicht. Warum? Wenn wir erfolgreich sind, dann muss es spürbar sein. Und wenn mich jemand fragt, ob es erfolgreich ist, dann waren wir nicht erfolgreich. Das ist natürlich eine riesenhohe Messlatte, aber in den Themen zumindest, in denen ich unterwegs bin, wo sehr viel Sichtbarkeit da ist, ob das Ambassadors oder Guides oder CoachNet oder sowas, wenn die Leute nicht mitkriegen, dass das wirklich einen Unterschied macht, dann hat es noch keinen Unterschied gemacht. Da hilft auch nichts, wenn ich eine grüne Ampel zeige oder irgendwie einen 70%-Wert an die Tafel mal, das bringt nichts. Also ich muss dafür sorgen, dass es erlebbar wird, dass wir hier erfolgreich sind und einen Unterschied machen. So viel auch zum ROI. Und wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann merkt man, dass man am Anfang auch, das ist leider jetzt noch ein zweiter Punkt, den ich damit reinbringen muss, dass man am Anfang noch gar nicht so genau sagen kann bei so neuen Themen, wo man hinten rauskommt. Das war früher bei einem einfachen Projektmanagement in einer komplizierten Umgebung, wie es der Nils immer so schön dasteht, ohne Überraschungen recht einfach. Dann macht man 3-Jahresplan und weiß, wo man hinterher rauskommen soll, weil man es vorher die Erwartungshaltung hat. In den neuen Themen, neues Lernen, Social Media und all diese Themen, Evergreen und so weiter, da wissen wir heute noch nicht, wo spielt denn da die Musik in 5 Jahren oder in 3 Jahren? Wie wir ESN eingeführt haben, waren wir ganz anders unterwegs in der Erwartungshaltung als jetzt 6-7 Jahre später. Jetzt können wir sehr genau benennen, was den Unterschied macht. Das hätte damals keiner sagen können. Und dieses Vertrauen aufzubauen, lass es uns erstmal machen, lass uns erstmal Erfahrungen sammeln und dann iterativ weitergehen. Wenn man das Vertrauen mal mit kleinen Sachen aufgebaut hat, dann kann man das auch in immer größeren Projekten machen. Und dann wird das Thema des ROIs natürlich in einem Wirtschaftsunternehmen sehr wichtig, aber in solchen Themen nicht mehr ganz so prägnant, so als Rechtfertigung. Ich muss einen ROI rechtfertigen, damit ich überhaupt anfangen darf. Ah, da würde mich jetzt fast die Frage interessieren, auf die Antwort, ich bleibe auch da, ohne was zu lernen, Ü55. Wir hatten noch eine Frage, und zwar, wie viele Mentoren gibt es bereits? Jetzt habe ich auch nachgefragt, was denn jetzt genau unter Mentoren verstanden wird. Da kam direkt die Gegenfrage, ob das vielleicht für uns die Ambassadors sind oder ja. Also es gibt im Ambassador-Programm die Mentoren. Das sind Ambassadoren, die einen gewissen Reifegrad haben im Endeffekt. Ich würde in dem Umfeld des neuen Lernens im Endeffekt, wäre ich, und da werde ich jetzt wahrscheinlich in Frage gestellt, für mich ist ein Mentor immer jemand, der ein bisschen mehr Ahnung hat oder genauer weiß, wo er hin will und von jemand anderem gefragt wird. Muss der jetzt eine ganz spezifische Qualifikation haben? Jetzt in dem Umfeld, wo wir hier unterwegs sind, vielleicht nicht, sondern er muss einfach den anderen, der einen Mentor sucht, mit auf diese Reise nehmen können. Aber das würde ich jetzt einfach mal zur Diskussion geben. Was muss ein Mentor sein? Ist es eine geschützte Berufsbezeichnung oder ist das etwas, wo man sagt, hey, ich nehme dich mal mit auf der Reise für ein Stück? Genau, und die Frage war, wie viele Mentoren gibt es denn bereits bei uns? Also wenn es die Ambassadoren sind, dann ist es im Endeffekt die Zahl. Also die Ambassadoren in Deutschland, die Silke hat es genannt, ich habe es jetzt selber, wie gesagt, nicht mehr im Kopf. Also es sind halt weltweit 1400 und ich schätze Deutschland auf 300, 350. Und Harald hat ja auch schon erwähnt, dass wir in unserem Tool auch das Tagging sehr stark vorantreiben. Also man könnte das jetzt im Nachgang auch rausfinden, wie viele wirklich proaktiv als Mentor unterwegs sind. Aber das kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen. Aber wie gesagt, das könnte ich gerne rausfinden, wenn das von Interesse ist, wie viele davon aktiv das Mentoring betreiben und nicht nur beispielsweise an eine Universität gehen und Fachvorträge halten. Das, ja, wie gesagt, lässt sich jetzt so nicht auswendig sagen.
Also wir haben den Begriff auch nicht jetzt irgendwie ganz klar geschärft in Form von, der darf auch nur an einer bestimmten Stelle verwendet werden. Also ich würde halt heute auch unsere Guides, die meisten von denen, als Mentoren bezeichnen, weil die ja auch nichts anderes machen wie ein Mentoring in Social Media. Und davon haben wir zu Bestzeiten mal 600 gehabt, 400 waren es am Ende des Projekts. Wir bauen jetzt gerade für das Office 365 wieder fast 800 Leute auf, die in diese Richtung unterwegs sind. Jetzt ist die Frage, wie grenzt sich dann das ab von den anderen Bezeichnungen eines Lerntrainers, eines Lernbegleiters, eines Coaches dann auch. Also da bin ich sicher nicht wissenschaftlich genug. Nochmal zum Tagging. Magnus Rode fand, dass Tagging eben toll ist, aber ob man da eventuell sich vorher auch noch schulen lassen sollte. Mhm. Ja, also der Punkt ist der, Tagging an sich hat natürlich, weil leider, also ich hoffe ja schon seit 10 Jahren fast drauf, dass seitdem gibt es Tagging eigentlich relativ viele mit verschiedensten Plattformen, dass irgendwelche Anbieter mal auf die Idee kommen, das Ganze mal ein bisschen zu erweitern, zu verbessern. Also Tagging hat ja das Problem mit Einzahl, Mehrzahl, mit verschiedenen Sprachen, mit Wortstämmen. Also Tags sind ja die Worte, mit denen ich etwas beschreiben kann. Es ist noch nicht so weit, dass die Technik da ist. Im Moment ist es das noch dummer ASCII-Text. Also was ich reinschreibe, demnach kann ich auch filtern. Was wir daraus gemacht haben, ist, wir haben mit Hilfe von einem Kollegen ein Tagging-Tool entwickelt. Also eine ganz, ganz niederschwellige kleine Geschichte. Da kann man quasi, man kriegt so eine Liste von Möglichkeiten und man kreuzt einfach an, was auf einen zutrifft, drückt unten dann auf den Knopf und sagt, erstell mir meine Tags und die kann ich auf mein Profil dann quasi drauf kopieren. Und auf die Art und Weise habe ich sichergestellt, dass die wichtigen Tags von Universitäten, von Beteiligungsmöglichkeiten und auch Reifegraden und so weiter alle gleich verwendet werden. Also da muss ich eigentlich die Schulung, die kann man in 2 Minuten geben, weil das ist auch kein Tool, das ich irgendwie aufrufen muss, sondern ich gehe dahin, wo es sowieso alle sind, klickt es an, zack, speichern und dann ist es fertig. Also da gibt es auch ganz schöne Unterstützungen innerhalb der Plattform. Das kann ich jetzt so nicht zeigen, weil es im Unternehmen ist. Ich würde mir wünschen, dass draußen vielleicht der eine oder andere Anbieter mal auf die Idee kommt, Tagging ein bisschen zu verbessern. Dann könnten wir nämlich unsere in der Regel ist es ein bisschen so wie, wir haben ja die Teilnehmerliste von unserem MOOC. Würde ich euch auch gerne einladen, mache ich demnächst dann auch in den Aufgaben, dass man hergeht und sagt, schaut doch mal, wer ist denn noch von eurer Firma da oder wer ist denn aus eurer näheren Umgebung da? Und das würde man dann über die Begriffe filtern. Es ist jetzt nicht direkt Tagging, sondern eine Excel-Liste, aber da kriegt man so eine Idee davon. Ich denke, zum Schluss wäre noch ein Punkt wichtig vielleicht, und das ist so die Lernaufgabe, die ich euch gerne noch mitgeben wollte. Wenn wir ganz noch Zeit haben, eine Frage, die noch übrig war, und zwar ging es darum, wo man vor der Einführung des ESN stand und wurde eben eine Art Baseline-Befragung vorher gemacht. Wie sah der Arbeitsalltag aus? Also wir haben vorher, es gab ein Vorgängerprojekt, in dem wir analysiert haben, wie sieht denn die Arbeitswelt aus, in der wir zurzeit sind, was sind die Anforderungen der Mitarbeiter zum Thema Zusammenarbeit und Kommunikation, haben uns dann die Tool-Landschaften angeschaut, die wir hatten und die wir brauchen dafür und haben festgestellt, da fehlt uns noch was. Und Social Media war im Endeffekt genau die Ergänzung, die wir gebraucht haben. Also es war nicht, alle gehen in Social Media, wir wollen auch, sondern wir haben, das war 2010, glaube ich, Anfang 2010, haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, damit sich die Leute divisionsübergreifend besser austauschen können. Auch damals ganz stark vom Vorstand schon getrieben. Und unsere Plattform, die wir dafür verwenden, war dann das Ergebnis davon im Endeffekt. Genau. Wenn wir da schon sind, das, was wir ja genutzt haben für die Guides, um da entsprechend Leute zu finden, die sich dafür interessieren und die dann entsprechend auszubilden, haben wir kleine Lernaufgaben gemacht, weil wir festgestellt haben, wenn wir irgendwelche Unterrichtsmaterialien geben, das ist für die Leute nicht so das Interessante, das Wichtige. Wir wollen im Endeffekt den Leuten erlebbar machen, was du mit dem Ergebnis des Lernens schon machen kannst. Und jetzt ist die einfachste Art und Weise, eben nicht irgendwie von jemandem was abzuschreiben oder sowas, sondern es gibt draußen ganz viel Material, YouTube-Videos und so weiter, Slideshare-Folien und so fort, Beschreibungen, wie man etwas tun kann. Die Aufgabe, die ich heute ganz gerne an euch vergeben wollte, 101 sind noch da, macht ein ganz, ganz kurzes Video von einer Lösung, einem Learning By, zum kleinen Lernhappen. Irgendwas, was ihr vielleicht jetzt im Rahmen des MOOCs schon gelernt habt, wo ihr sagt, das war für mich sehr, sehr hilfreich oder überhaupt hilfreich. Also das kann ein Satz sein oder 3 Sätze.
indem ihr kurz sagt, das ist meine Frage gewesen und hier habe ich eine Antwort gekriegt. Nehmt das Ganze auf, vielleicht mit eurem Handy, mit eurer Kamera am Laptop. Lasst euch vielleicht von jemand anderem aufnehmen. Geht einfach mal in diesen Prozess rein. Was muss ich denn tun, damit ich so ein ganz kleines Lernschnipselchen machen kann? Das auf Video, Audio wäre für mich auch noch okay, wenn einer sagt, ich mag nur Audio machen. Schaut euch an, was gibt's draußen für Plattformen, YouTube, Vimeo, Audioboo und diese ganzen Dinge, die es da gibt, Podcasten. Jeder kann da jetzt mal schauen, was ist denn für mich da die beste Lösung? Macht ein ganz kurzes Lernvideo, aber so ganz, ganz klein und kurz mit so wenig Aufwand wie möglich, veröffentlicht es irgendwo und schreibt es als Kommentar unter die Seite drunter. Das wäre im Endeffekt so eine, in Anführungszeichen, kleine Lernaufgabe für heute, einfach sich mal auszutauschen darüber, wie funktioniert denn das, wenn ich so kleine Inhalte mal selber erstelle, um einfach in diese Medien-Lernkompetenz mal reinzukommen. Das wäre von meiner Seite aus im Endeffekt der Abschluss für den heutigen Tag. Sorry, dass ich jetzt relativ viel geredet habe, aber es haben sich irgendwie mündlich nicht so viele Leute sagen, mal reden trauen. Herzlichen Dank an die Anja und an die Silke Gerne. Und an den Franco für die Beteiligung und Unterstützung. Und ich hoffe, es war interessant und bin jetzt gespannt auf das, was losgeht an Kommunikation, an Kommentaren auf allen Kanälen. Herzlichen Dank.